Ich will heute erzählen, warum ich glaube, dass es den Widerspruch zwischen einer radikalen Solidarität, die uns alle eint, und einer Identitätspolitik, die uns alle trennt, eigentlich gar nicht gibt. Warum ist Intersektionalität keine Bremse, sondern die Voraussetzung für radikale Solidarität? Und warum ist das was anderes, als einfach zu sagen, ja, es müssen alle mit einbezogen werden? Intersektionale Identitätspolitik beginnt ja bei der Beobachtung, dass wir alle unterschiedlich von gesellschaftlicher Marginalisierung und struktureller Ungleichheit betroffen sind. Persönliche Erfahrungen, zum Beispiel von Mehrfachmarginalisierung, sind dann ein Ausgangspunkt für das Verständnis, aber auch für die Bekämpfung von unterschiedlichen und auf komplexe Weise miteinander verwobenen gesellschaftlichen Strukturen. Die Spannung, die dabei einerseits innerhalb von einem Leben und andererseits zwischen unseren Leben auftritt, weil Gesellschaften und Identitäten halt komplex sind, ist eine produktive Spannung, die wir brauchen, um zu verstehen, wo die Probleme und Krisen unserer Gesellschaft überhaupt liegen. Ich glaube, eines der größten Missverständnisse über Intersektionalität ist diese Vorstellung, dass die Kategorien, mit denen wir versuchen, unterschiedliche Erfahrungen irgendwie sprechbar und sichtbar zu machen, dass diese Kategorien total rigide und essentialisierend sind. Für mich bedeutet Intersektionalität eigentlich das komplette Gegenteil, weil sie ja eben zeigt, dass diese essentialisierenden Kategorien überhaupt nicht funktionieren. Und es ist diese Erfahrung, eben in keine bestehende soziale Kategorie so richtig reinzupassen, diese Erfahrung des Dazwischenstehens, der Intersektion, der Vermittlung, die Solidarität überhaupt möglich macht. Diese Spannungen sind produktiv. Sie sind kein Hindernis. Sie sind die Grundvoraussetzung gemeinsamer, transformativer politischer Praxis. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass in dieser Metapher der Straßenkreuzung der Fokus eigentlich gar nicht so sehr auf diesem Treffen von ansonsten getrennten Wegen liegen sollte, sondern dass der Fokus eher auf die Kreuzung als Ort des Aufbruchs gelegt werden sollte. Widersprüche und Ambivalenzen und Differenzen, die sich aus den ganzen unterschiedlichen sozialen Positionierungen ergeben, sind keine Bremse, sie sind ein Antrieb. Audre Lorde bringt das ganz gut auf den Punkt. Sie schreibt: Difference must not merely be tolerated, but seen as a fund of necessary polarities between which our creativity can spark like a dialectic. Differenzen dürfen nicht bloß toleriert werden. Sie müssen als Quelle notwendiger Polaritäten gesehen werden, zwischen denen unsere Kreativität dialektische Funken schlagen kann.